So, da sind wir wieder in Splatoon 3. Mittendrin. Hops, hops, hops. Ja, das hier oben, das gefällt mir besonders gut. Hier sieht man die DJs. Hier sieht, im Hintergrund kann man Kaffee trinken. Und ja, und der Kampf beginnt schon. Wir sind immer noch am. Es ist der erste oder zweite Spieltag von, was, von Splatoon. Vom Splatfest. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schöne Farben, schöne Schneeflocken. Wobei die Schneeflocken draußen schon wieder geschmolzen sind. Jetzt haben wir Schneematsch auf der Straße. Und es geht los. Aber nicht in Splatville. Jawohl, cool. Ich habe mir angewöhnt, immer cool zu drücken. Vor allem, wenn Splatfest ist. Das ist so ein bisschen eine Motivation für alle. Das ist so ein bisschen, ja, es soll ja Spaß machen. Und dabei sein ist alles. Also lasst euch da ja nichts einreden, dass es hier um etwas anderes geht, ja. Dabei sein ist alles, das gehört einfach dazu. Es ist ja immer noch ein Spaß und kein verbissener Wettkampf, wo man gewinnen muss, weil, bang. Monkey. Tja, Monkey, wachsender Partykönig. Hat mich doch von meinem Haihammer heruntergeschossen. Oh, diese Ulti-Waffe, die hat's auch nicht gesehen. Und ein anderer Haihammer? Jawohl. wenn ich jetzt hier das Spiel so zeige, erzähle ich vielleicht gleich mal was. Und zwar, ich möchte ein bisschen Werbung machen für einen neuen Kanal. Also der Kanal, der ist eigentlich nicht so neu, er existiert eigentlich schon seit längerem. Aber was ich gerne mal machen würde, wäre wieder mal live zu spielen. Jetzt ist es so, jetzt kann man sagen, ja, warum wird auf diesem Kanal hier nicht einfach Livestreams gemacht oder auf Twitch? Ich habe mich entschieden, das jetzt ein bisschen zu trennen. Also, ich möchte hier auf diesem Kanal aufgenommene. Na, gut, Monkey. Zurück nach Monkey Island. Auf diesem Kanal bereits aufgenommene Let's Plays zeigen und Videos zeigen. Und auf dem und auf einem separaten YouTube-Kanal ausschließlich Livestream. Ich mache das nicht auf Twitch, weil ich falsch verstehen. Also ich habe nichts gegen Twitch, Twitch ist cool. Aber ich habe, ich möchte nicht da jetzt noch eine andere Website an der Plattform teilen, sondern wenn ich dann da Lives gestreamt habe, dann das nochmal auf YouTube extra hochladen und. Deswegen, ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Das ist eher so ein Experiment. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Der Kanal ist Kips Laboratory. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Vielleicht, wenn ich es schaffe, verlinke ich ihn auch noch oben hier in dem Video, wenn es geht. Keine Ahnung, ich muss das auch mal ausprobieren. Ja, ihr seht, ich habe wieder ausprobiert. Und, so, Smoke ist weg. Ja, hier ist auch auf dem Boden. Und würde denn die Premiere praktisch, den ersten Livestream, dann mit dem Spiel Firewatch starten. Das ist so ein sehr ruhiges, atmosphärisches Roleplay-Spiel. Und damit würde ich gerne den Livestream starten, so als Nightstream. Also das Nightstream-Projekt, das hatte ich ja schon länger mal. Oder schon mal, aber jetzt gucken wir jetzt erstmal auf den Endstand. Oh, jawoll. Und die Animation stoppt mal wieder. Na, jetzt. Gut. Super. Ja, was haltet ihr davon? Kommt gerne auf Kips Laboratory, abonniert den Kanal und wartet mal ab, was da so passiert. Ich werde natürlich hier auf diesem Kanal dann auch Ankündigungen machen, was auf dem auf Kips Laboratory dann so passiert. So, super PN. Wunderbar. Und weiter geht's. So. Na? Was ist jetzt los? Ja, jetzt funktioniert's. So, wir sind immer noch im Splatfest. Und mitten rein ins Geschehen gesprungen. Ich zeige ja jetzt nur die Highlights. Leider wird es ist natürlich live Splatoon spielen, auch auf Kips Laboratory natürlich nicht möglich. Weil, wie gesagt, die Technik mit der Technik funktioniert irgendwie nicht. Aber
Ihr könnt sicher sein, in dem Moment, wo es funktioniert, wird es sofort einen Splatoon-Livestream geben. Also das auf jeden Fall. Was ich auf Kids Laboratory nicht machen möchte, das sind aufgezeichnete, also das, was man jetzt hier gerade sieht, aufgezeichnete Spiele restreamen und dann dabei kommentieren. Also das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich original dann auch spielen, wenn ich live bin. Und das geht logischerweise dann nur mit Spielen, wo am PC funktionieren. Und nicht auf der Twitch, das ist natürlich schade. Weil, wie gesagt, ich würde es so gerne mal Splatoon live streamen und natürlich am liebsten, wenn es Splatfest ist. Oder so ein oder Story Game ist. Das wäre auch mal. Das wäre auch mal was. Das zu streamen, aber leider zurzeit geht es nicht. Und ihr müsst euch mit Aufnahmen, die ich danach kommentiere hier, begnügen. Aber es geht auch so. Denke ich mal. Ja, die letzte Minute läuft. Und oh, guckt euch das Feuerwerk an. Ich lieb's einfach. Also ich Splatoon. Ich kann allein schon wegen der Ästhetik. Boah, was ist denn das? Das ist ein Schutzschild. Oh, cool. Allein wegen der Ästhetik lohnt sich das Splatoon immer zu spielen. Weasel! Oh Mann, und nur in der Mitte ist blau und alles ist orange. Ach du Schande. Da hat wohl jemand irgendwie das Einfärben nicht so hinbekommen. Oder sind einfach alle immer wieder weggesplattet worden. Krieg ich, jawohl. Oh, und ein Krabbenpanzer. Jawohl, oh, cooler Krabbenpanzer. Den liebe ich. ja, wie gesagt, ich sag's gleich. Jetzt wollen wir uns erstmal gucken. Hat noch zum Sieg gereicht. Boah, Doppelkill! Schaffe ich da? Nee, den schaffe ich nicht mehr. Nee! Hat's noch zum Sieg gereicht? Ja! Ah, wie cool ist das? Habt ihr gesehen? Es war vor 10 Sekunden, war noch alles orange und wir haben es trotzdem gewonnen. Jawoll! Haha! Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Richtig, richtig cool. Ja, super. Ich mache mich mal ein bisschen größer. Ich habe mich nämlich vor ein paar Tagen kleiner gemacht, weil ich ja irgendwas ausprobiert habe. So, geht noch eine Runde? Ja, ja, ein bisschen geht noch. So, dann kann ich ein bisschen erzählen, was ich auf dem Live-Kanal vorhabe. Also, das habe ich ja jetzt schon erzählt. Auch im Gegnerteam ist er bei einer mit 0%. Mit 0 Punkten. Okay. Aber dafür, dass die fast alles eingefärbt hatten, war das schon eine erstaunliche Leistung. Oder ist der disconnected und hat dann... Naja, egal. Weiter geht's. Ja. Firewatch. Soll das erste Spiel auf dem Live-Kanal sein. Und ich habe Firewatch vor ein paar Jahren bei einem anderen Let's Player gesehen, bei Corrupted, der eigentlich normalerweise Horrorspiele spielt. Das Spiel ist aber kein Horrorspiel. Ich glaube, es ist schon stellenweise so ein bisschen gruselig, aber jetzt nicht irgendwie mit Jumpscares oder mit irgendwelchen Rätseln, wo man halb verzweifelt, wie zum Beispiel bei Madison oder so, sondern es soll sehr atmosphärisch sein. Es ist sehr atmosphärisch, es ist ein relativ ruhiges Spiel, also es ist jetzt nicht irgendwie hier mit Action und irgendwas abschießen oder so. Und ja, es ist ein Story-Game. Es geht um eine Story, also es wird hauptsächlich eine Story erzählt. Und das ist etwas, was mir, also das war schon mal der erste, natürlich. Was mir sehr sympathisch ist und vor allem auch die Thematik, also so die diese Firewatch Sachen so im Nationalpark, das ist das war die spätere Anti, gefällt mir halt sehr gut, also ich finde das sehr interessant. Es ist sowieso so ein Traum von mir, so ein Urlaubstraum, also in so einem Nationalpark, so Yellowstone vielleicht, Urlaub zu machen. Und auch deswegen hat mich ja auch zum Beispiel der Film Planes 2 so beeindruckt, weil das ja auch
Doch, ja. Deswegen, damit würde ich gerne starten, und zwar als Nightstream. Nightstream, das habe ich vor... Was kann ich? Ist das schon Jahre her, wo ich Ori gespielt habe als Nightstream? Ja, doch, es ist schon Jahre her. Das war 2020. Es ist 4 Jahre her! Schande. Wo ich mir eingebildet habe, damals, ich könnte Ori in einem Zug durchspielen. ja, wo meine Idee war, Nightstreams zu machen, wo man, sagen wir mal, um 20 oder um 21 oder 22 Uhr, je nachdem, anfängt und dann praktisch so fast die ganze Nacht hindurch dann was durchspielt. Und das dann eben auch zur Thematik passt, also nicht so in Action und Abschießen und hast du nicht gesehen, sondern eher so, ja, was Ruhiges, was Atmosphärisches, Fantasy-Spiele, so ruhige Story-Games, wie zum Beispiel Nightwatch. Oh, das hat gerade eingefärbt. Sowas habe ich mir vorgestellt, vielleicht wage ich mich nochmal an Ori ran, so nach dem Motto, naja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das habe ich mir so, weiß noch nicht, wann ich damit anfange, weil es gibt einige Spiele auf meiner Liste, die ich dann gerne als so Streams machen würde, wo halt dann auch wirklich richtig lange gehen, also wirklich über Stunden hinweg, so ruhige Streams. Nee. Die Animation, ich brauche unbedingt eine neue Animation jetzt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, da gibt es ja einige Spiele, auch so Aufbauspiele vielleicht. Also Palworlds würde mich zum Beispiel interessieren. Ich würde mal gerne mal wieder Spore spielen. Also ihr seht, es ist alte wirklich durchwachsen. Spiele, wo es sehr neu sind, wo gerade angesagt sind, aber auch Spiele, wo vielleicht so manche dann schon vielleicht mit einem Fragezeichen sagen, aber was war jetzt Spore nochmal? Zum Thema Spore, da könnte ich schon ein eigenes Video dazu machen, wo ich eine halbe Stunde lang nur darüber rede. Das ist auch so eine eigene Thematik für sich. Das möchte ich mir aber dann aufheben, wenn ich dazu ein Let's Play mache. So, ich denke, für eine Runde reicht's noch. Dann haben wir die halbe Stunde voll oder so. Und ich denke dann, dass ich dann im nächsten Video das Ergebnis und den Abschluss mache. Ich guck mal, ob ich noch den 10er und den 10er und 100er Kampf, glaube ich, habe ich auch noch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein 100er Kampf dabei, aber ich möchte nicht spoilern, wie die ausgegangen sind. Ihr sollt es euch angucken. Ja. Färbe möglichst viel ein. Jetzt fällt mir gerade ein, das fällt mir jetzt wie nasse Schuppen von den Augen. Ich habe keinen einzigen Dreikampf. Und auch keinen Kampf mit Freunden gemacht. Ja gut, mit Freunden. Gar nicht. Null. Das ist auch übrigens so ein Thema, das spreche ich hier in dem Video vielleicht auch nochmal an. Ist das Thema Splatfest Party. Also, ich werde dieses Video mal mit entsprechenden Leuten teilen. Dass die vielleicht das auch mal mitkriegen. Splatfest Party. Ah, toll. Die haben die Party verlassen. Splatfest Party. Und zwar, wenn Splatfest Wochenende ist, wirklich ein ganzes Wochenende, zocken, Party. Ach, was heißt Party? Also, dass man dann auch was zu essen hat, da hat und ja, im Real Life halt dann sich auch trifft und spielt. Das wäre richtig cool, so ein Splatoon Gaming Room vielleicht irgendwie anrichten. das würde mir schon gefallen. Das wäre richtig cool. Das würde mir wirklich gefallen. Also wenn ihr Interesse habt, das hört sich jetzt komisch an. Ich meine, wie zelebriert ihr die Splatfeste, macht ihr oder Splatoon, trefft ihr euch auch real mit Leuten und zockt dann, kennt ihr die, hallo Flint, Flint ist Splatoon 3, kennt ihr auch Leute, mit denen ihr regelmäßig zockt, auch in
im Real Life oder wie zelebriert ihr Splatoon und das Splatfest? Würde mich mal interessieren, wie gesagt, wie ich das... Ein Zehnerkampf! Ein Zehnerkampf! Jawohl! Ein Zehnerkampf! Wie geht der wohl aus? Wie geht der wohl aus? Macht mal kurz Stopp und schreibt in die Kommentare. Ja, ich setze so und so viel Splat-Dollars auf Team Blau. Wie geht der wohl aus? Weil ich habe ja schon gemerkt, wenn Splatfest ist, sind die Leute ziemlich aggressiv am Spiel. Also da wird sich wirklich... Na, krieg ich dich? Ja, Doppelkill auch noch! Jawohl, Inky! wird ja besonders aggressiv gespielt, aber wenn dann auch noch ein 10er oder ein 100er Kampf, dann wird sich gar nichts mehr geschenkt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Raphael, das ist wirklich unglaublich, wie da dann drauf gehämmert wird. Ja, unser Team ist jetzt schon in Gefahr. Unfassbar. Unfassbar. Die Sache ist die, es kündigt sich eben, na krieg ich dich. Nein, du kriegst mich dann. Ja, ich habe ihn. Es kündigt sich ja eben nicht an, man kann sich auch nicht aussuchen. Es ist halt plötzlich durch Zufall, zack, mal ist mit einem 10er oder 100er Kampf drin. Und wenn man dann mit Leuten im Team ist, die vielleicht zum ersten Mal Splatoon spielen oder noch nicht richtig wissen, wie das geht oder vielleicht auch keinen Bock haben oder eher gechillt spielen und sagen, ach, mir ist Gewinn nicht so wichtig, dann hat man natürlich ein Problem, wenn man gewinnen will. Und das haben wir hier jetzt gerade. Es sieht nicht gut aus. Eieieiei. So, der ein Highhammer. Wobei, killmäßig bin ich ja... Ja, killmäßig bin ich gar nicht so schlecht. Also ich bin ständig am Einfärben und Killen. Jetzt habe ich schon über 1000 Färbpunkte. Vielleicht... Go. Direkt draufgeschossen. Aber er war wahrscheinlich zu weit weg. Und es ist alles orange. Ich glaube, dass da Leute disconnected sind. Das ist übrigens auch sowas. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ja, das Spiel wird abgebrochen, wenn Leute aus dem Gegnerteam disconnecten. Aber wenn aus dem eigenen Team was disconnected wird, dann geht's nicht. Dann will das Spiel einfach weiter. Ich glaube, das liegt nicht. Vielleicht hat es was mit der Zeit zu tun, aber hier unsere Base wird hier schon eingesplattet, eingesaut. Und das bedeutet nichts Gutes, wenn sie schon vor der Base sitzen und ich nicht mehr durchlassen. So, Doppelkill, wunderbar. Aber es ist immer noch jemand übrig. Dann sieht es nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Gut, Fairpunkte-mäßig sieht für mich ziemlich gut aus. 1700 Fairpunkte. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel gehabt. Es ist ja nicht mal so, dass sie bei einem Sieg dann 1000 Punkte draufpacken, sondern, also, wenn man 2000 Punkte will, muss man die sich schon selber ersplätten. Ja. Ich würde sagen, durchwachsen, ne? Ja, aber verdient. Die haben sich richtig gut geschlagen. Zack. Ja. Schön. Gut, das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, gerne auf Kips Laboratory mal vorbeischauen. Ich mache auch zu diesem Thema nochmal ein separates Video. Was diesen Kanal angeht und was Live-Let's Plays angeht. Und wir sehen uns im nächsten bei uns war jemand disconnected. Aber es wurde nicht abgebrochen, ne? Es wurde nicht abgebrochen, obwohl... Ja gut, aber es war vorhin auch so, dass beim Gegner disconnected waren, es wurde nicht abgebrochen. Naja, egal. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Splatoon-Video. Bis dann und Keep Supernova over and out.